Also guten Abend, der zweite Unterricht, Schüler schrieben, Lied die Lieder, ja? Okay, also wir haben anzufangen mit Rasche, ja? Rasche zu lesen, ja? Und jetzt, ich habe schon geschaut, das ist ein riesiges Problem, die unpräzise Übersetzungen, ja? Und deswegen ist es natürlich besser, die Originalsprache Hebräisch zu wissen. Okay, wie habe ich gesagt schon, Rashi hat einen sehr, sehr ausnehmlichen Text und nämlich Vorwort zu seinem Kommentar für Lied die Lieder. Ja, also es gibt kein Vorwort zum kein Rashi Werk, nur dieses Buch. Also kein Vorwort für Torah, für Propheten, für Talmud, für Mishnah, gar nichts. Nur diese einzelne Lied die Lieder, Schirr, 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 8 Kapitel, musste man, und es ist auch nicht kurz, nicht, es ist was, 1, 2, 3, 4, 5 Absätze, eine gute, gewisse Text, muss man erklären. Das heißt, Übersetzung sozusagen, gibt es eine Probleme mit diesem Text. Und nämlich, die Leute verstehen diesen Text, Lied die Lieder, nicht korrekt. Ja? Das ist die Deutung, der Schritt, ja, laut. Okay? Also am ersten Absatz. Rashi zitiert die Psalm 62, 12. Achat diber Elokim, shtaim zu shamati. Eine Dinge hatte die Gott gesagt, ich aber habe zwei gehört. Und ich habe jetzt geschaut, für Übersetzung ins Deutsch, es ist Katastrophe. Es ist einfach falsch. Schauen Sie mal. Eine Übersetzung. Zum ersten Male hat Gott geredet und auch zum zweiten Male, was ich gehört, Gott ist mächtig. Ob es ist gleich, was habe ich gesagt? Überhaupt nicht. Der hebräische Text sagt etwas überraschend. Gott hat eine Dinge gesagt, aber ich habe mehr gehört, nämlich zwei. Noch eine Übersetzung. Und das ist von dieser Übersetzung von jüdischer Zeit, Talmud der, Tanach, Tilim, bla bla bla. Aber Übersetzung ist katastrophal. Andere Übersetzung, christliche Übersetzung, wie gesagt, Psalmen 62, 12. Okay, es ist ein Psalm plus minus ein Vers. Also jetzt in christlicher Version ist es Psalm 62, Vers 11. Egal. Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etliche Mal gehört, dass Gott allein mächtig ist. Sagen Sie mir, ob etliche Mal ist es zwei? Genauso. Genauso. Das heißt, die Übersetzung ist nicht gut. Auf Englisch, die gleiche Seite, auf Englisch, das ist richtig übersetzt. Once has God said, twice has it come to my ears. Das ist richtig. Gott hat etwa eins gesagt, zu meinen Ohren habe zwei gekommen. Das ist richtig. Also, es ist die gleiche Internetseite und Englisch mit Deutsch, Deutsch mit Hebräisch, überhaupt passt nicht. Überhaupt. Ja? Und das ist nur ein kleines Beispiel für uns alle. Also, muss man immer aufpassen, weil, und egal, eine christliche Quelle, an jüdische Quelle, die beide sind nicht richtig, falsch. Paradoxalerweise nur die christliche Quelle, englische Vers, die einzelne, das war richtig. Okay, also jetzt zurück zum unserem Rashi, der sagt, hat die Berlokim Stein so Shamati, eine Wort hat der Gott gesagt, zwei Dinge habe ich gehört. Das heißt, Sie kennen dieses Konzept von unseren Kommentatoren, dass jeder heilige Text hat mindestens mehrere Stufen, mehr von eins. Ja? Also Pshat, Remez, Drasch und Sod, also einfache Sinn, Remez, Hinweis, dritte Stufe, Drasch, das ist schon eine tiefe Deutung. So, die Geheimnis Kabbalah. Ja? Also vier Deutungen, vier Stufen.
Es kann sein, jede Stufe enthielt mehrere Unterstufen. Ja? Also die andere Idee, die Talmud sagt, Shvim Panim Ishle Torah, gibt es 70 Gesichter für Torah. Also diese 70, methodologisch, kann man verteilen zum 4. Ja? Einfache Sinn, Hinweis zum etwa Tiefe, überhaupt tief und noch tiefere Kabbalah. Also tatsächlich, echt zu sagen, zwischen uns, außer die erste Stufe, die einfache Sinn, alle drei, die sind Kabbalah. Nur unterschiedliche Kabbalah. Zum Beispiel die zweite Stufe, Remes, Hinweis. Kennen Sie die Gematria, jüdische Mathematik? Es ist folgendes. Jede Buchstabe hat mathematische Wert. Mhm. Okay. Also erste 10 Buchstaben 1, 2, 3 bis 10. Zweite Reihe ist es 10, 20, 30. Ja? Und die dritte, es ist nicht 3, es ist nur 4, das ist 100. Ja? Also Kuf ist es 100, Reish ist es 200, Shin ist es 300 und Tav ist es 400. Also gibt es, und dann kann man übersetzen jeden Text zum mathematischen Wert, ja? zum Zahl, einfache Ziffer. Ja? Okay, das ist ganz, ganz bekannt. Also, das ist schon Kabbalah. Das ist schon Kabbalah. Okay, nur für Anfänger, ja? Zum Anfang. Ja? Das heißt, zum Beispiel eine Idee, wenn wir befinden zwei hebräische Worte, ja, die kann man übersetzen zum gleichen mathematischen Wert, egal welch. Dann, Kabbalah behauptet, gibt es eine Verbindung, ja, zwischen diesen zwei. Zum Beispiel, theoretisch zu sagen, ja, Holz und Stuhl. Mhm. Ja, okay, die Verbindung ist klar. Ja, also noch mehr, das heißt, wenn wir befinden, weiß nicht was, eine mathematische Gleichheit zum zwei Ländersnamen. Ja, also das gibt es etwa im Zusammenhang zwischen diesen zwei. Ja? Also Babylon und etwa. Also es war sehr, sehr berühmte Gematria, das Mitzrayim auf Hebräisch, Ägypten und Sowjetunion auf Hebräisch, das geträgt die gleiche mathematische Zahl. Ja? Also die Idee, dass der sowjetische Staat war die moderne Reinkarnation vom alten Ägypten. Ja? Mhm. Okay. So es funktioniert auf diese Remes, auf diese zweite Stufe, Hinweis zum etwa tiefsten. Okay? Midrash, ja, dass die Geschichten, das habe ich immer zitiert und erzähle, es ist schon dritte Stufe, Drash. Schon ganz tiefe Kabbalah. Ja? Ja, zum Beispiel die Geschichte, wie Eliezer, der Sklave von Abraham, hat die Frau für seinen Sohn von Abraham, Yitzchak, gesucht. Ja? Midrash sagt, Rivka damals, als die Geschichte passiert im Torah, sie war nicht mehr, nicht weniger 3 Jahre alt. 3. Nicht 30 und nicht 13. 3. Ja? Und sie beträgt die große Befässer mit Wasser und sie ist dann verstanden zum Verheirat. Alles. Also, das ist schon, verstehen Sie, es ist schwer. Ja, das ist voilà. Deswegen gibt es die Kommentatoren, die wollen sagen, es ist nicht echt, 3 ist eine Idee und so weiter. Und, so. Und natürlich Kabbalah, die vierte geheime Niveau, das ist überhaupt, die sind so schwer, das sagt man, das kann nicht sein. Ich glaube das nicht. Es ist falsch. Ich sage so, als ich lese kabbalistische Bücher, verstehen Sie? Und ich kenne ein bisschen Texten, ja? Ja? Und doch, es ist auch für vorbereitende Personen, es ist ganz, ganz uneinfach zum Wahrnehmen die kabbalistische Ideen und Behauptungen.
Ja? Okay. Also, jetzt zurück zu unserem Lied, die Lieder und die Rashi. Also, die Rashi sagt, hat die Brüder im Stein so schamati, die Gott hat eine Dinge gesagt, habe ich zwei gehören. Mikra echad yotze kama termin. Ein Text, ein heiliger Text, Mikra ist das heilige Schrift. Ja, die ganze jüdische Tanach, Mikra. Yotze kama termin. Das heißt, jeder Text im heiligen Schrift, jüdische Bibel, hat mehrere Sinne. Ja? Das ist genau diese Idee, oder die Tora enthielt 70 Gesichter, oder methodologisch 4 Stufen, ja, mit Unterstufen. Ja. Also Rashi sagt nach diesem Zitat, Psalmen 62,12, ja, dass die überhaupt jeder Text von jüdischer Tanach hat mehrere Sinne, aber natürlich auf erste Reihe und Linie, Rashi meint Lied. Ja. Er, wie gesagt, dieses Vorwort gehört explizit zum Lieder. Und nicht für Torah und nicht für Isaiah the Prophet. Ja. Das heißt, die Idee ist allgemein, aber die Verwirkung mehrere Sinne, mehrere Stufen. Rashi hat gefunden zum richtig genau für Vorwort zum Lieder postulieren. Okay. Das heißt, es ist schon die Idee, das Lied der Lieder kann man nicht annehmen als einfacher Text. Ja? Einfache Liebe zwischen Mann und Frau. Ja? Das ist, was kann ich hören von Rashi bis hier. Ja? Also Lied der Lieder, in anderen Worten, es ist ein metaphorischer Text. Das ist die Konsequenz. בסוף דבר, אין לכם מקרא יוצא מדי פשוטו ומשמעותו. אבא, end the tag, end the ראי, זה הכתמן חוית. גיפס, קיינה, חליגי שיפטן, דוח, כאן מנר קלרן, מיט אין פחיזין, אוף די ארסטי שטופה. פשט, אין פחיזין. יצ חורן, חוריך נוח גרוסרי פרובלמה. Dass die manche Leute und Kommentatoren verstehen die Lieder allegorisch, metaphorisch, indirekt und vergessen die einfache Sinn. Mhm. Ja, also er meint natürlich die jüdische Kommentatoren. Ja? Also die Anfang von dem Satz, ja, er natürlich ablehnt die dumme Ideen, dass es ist einfacher Text, ja, über die Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist klar. Für diese Idee soll man nicht 8 Kapiteln schreiben und stellen heilige Schriften. Das kann eine gute Schreiber mit Nobelpreis und ich weiß nicht was, ja. Also, das natürlich gibt's mehrere Sinne. Eine Dinge hatte der Gott gesagt, zwei habe ich gehört. Aber doch muss man nicht vertrauen sich nur über die tiefsten Allegorien. Also die Rashis Problem ist umgekehrt. Ja? Er prinzipiell als Kommentator herausfordert mit einfachem Sinn. Ja? Er schreibt in eine sehr, sehr berühmte Stelle, dass ich habe gekommen, zum ein jüdisches 6-jährige Kind erklären, die Probleme im Heiligen Schriften. Kennen Sie diese? Haben Sie also, das 6-jährige Kind. Ja? Also, das heißt einfacher Sinn. Einfacher Sinn. Okay. Also, und Rashi ist treu zu seinen Systemen. Auf erster Linie erklären einfacher Sinn. ואף על פי שדיברו נביאים דבריהם בדוגמה, ונטרות דם, דאז די אלי פרופטם, חבן זיין נבורטה, אלס בי שפילה, אוס גזקט, טרות דם, וכן אין דיזה בי שפילה פון פרופטם, די גוד זקט צום, ואיש נכווס,
zum Jeremia. Du sollst nackt liegen. Du sollst nackt gehen. Ja, der andere Prophet, die Gott sagt, nimm eine Hure und heirate, ja, und du sollst die Kinder, das ist eine Idee, ja, und so weiter und so fort. Also, solche Dinge, ja, das meint die Rashi, dass die Propheten haben mit Beispiele, Weise, Methode genutzt. Zechle Chef Dugmal auf Neval Sidra. Trotzdem muss man erledigen die Beispiel von Prophet, ja, nach dem Ordnung. Also unsere Ausgabe als Leser von Heilgeschriften überhaupt und nämlich auch für Lieder, diese Beispiele vereinfachen von großen Metaphoren und doch die grundsätzlichen Ideen verstehen. Genau wie das sechsjährige Kind. Kmosche mikrotz dorot zecherze. Wie die heiligen Schriften organisieren dies nach anderen. Ich habe schon gesagt, dass heilige Schriften die Bücher sind chronologisch. Ja? Also die Bereshit, Genesis, ja, es war vor zweite Buch Torah auch zu aus Ägypten, ja. Dvarim, die Deuteronomium, gefundene Buch, ist es schon Juden ins heilige Land einkommen, ja. Joshua Buch nach dem Moses-Tod, ja. Und so weiter und so fort. König Saul und dann König David, ja. Dann Buch die Könige, erste Könige, zweite Könige, römische 1 oder 2, ja, es ist chronologisch, ja. Also Prophet Eliyahu und dann Prophet Elisha und so weiter und so fort, ja. Jeremia hat gelebt nach Jesaja und vor Jeskel und so weiter, ja. Also nur die sogenannten 12 kleine Propheten, ja. Dort ist es ein bisschen andere Ordnung, aber doch. Die letzten drei, sie waren die letzten Propheten. Ja? Haggai, Zechariah und Malachi, sie sind schon zweite Tempel, nicht der erste. Ja? Also, Rashi bringt diese Idee, dass die Torah-Text und die Propheten-Kapiteln sind unchronologisch. Ja? Das ist klar, das wissen sie, diese Idee. Diese Idee formuliert auch Talmud, auch Midrash, aber die Ibn Ezra, mittelalterer Rabbiner von Spanien, ja, er schreibt en mukdam uchar betora, gibt es keine frühere oder spätere im Torah. Übersetzung, dem Text selbst ist unchronologisch. Und das ist die klassische christliche Fehler, dass die Adam und Eva wurden rausgeschmissen vom Paradies und danach hat den Verkehr und die Kinder mitgebracht zum Welt. Und das heißt, die Geschlechtsverkehr ist böse und ein Sinn. Ja? Das ist das christliche Verständnis, aber die jüdische Verständnis überhaupt nicht so. Die Adam und Eva hatten Beziehungen schon im Paradies. Es steht direkt im Torah. Ja? Also das ist nicht chronologisch. Ja? Also muss man verstehen. Also sozusagen innere Text, ja, die Kapitel von Jesaja, sind nicht chronologisch. Ja, muss man verstehen, was kommt vor spät. Ja? Zum Beispiel die Kapitel im Schmott, Exodus-Buch. Ja? Rashi immer schreibt, diese Gebot haben die bekommen Juden vor Berg Sinai, diese Gebot danach, aber ist geschrieben um andere Ziele. Ja? Also die Kapitel sozusagen, die sind unchronologisch. Aber die große Ordnung, die Bücher, ja, die Bücher, 24 heilige Bücher, ja, im jüdischen Tanach, die sind doch chronologisch. Ja? Außer die letzte Teil, Ktuvim, Schreiben, ja, also Psalmen, Daniel, diese Teil ist unchronologisch. Okay? Weil Daniel, der Prophet, hat gelebt zwischen 1. und 2. Tempel, ja, in Babylon. In babylonischen Exil, ja. Die Psalmen ist von König David.
Ja, Jov. Es ist ein riesiger Disput. Wir haben das gelernt mal, ja. Okay. Wann tatsächlich Jov hat gelernt, ja. Also die letzte Drittel, die Chroniken, ja. Also dieser Teil von Tanach, er trägt andere Sinn. Also, aber die zwei, die Tora und Propheten, die Bücher, sind chronologisch. Innere Kapiteln? Nein. Also es kann sein, die erste Kapitel von Jesaja kommt nicht der erste, ja, sondern echt, und das kann ich nachweisen auch, ja. Der echte erste Kapitel steht später. Die erste Prophezeiung von Jesaja, ja. Das heißt, die letzten Propheten, die haben verordnet, Tora und Propheten, sie hatten gewisse Idee, warum die spätere Prophezeiung steht als Kapitel Nummer 1. Ja, das ist wichtig, ja, Wichtigkeit. Ja, erste und zweite Kapitel, sie sind sehr, sehr berühmt, ja, bei Messiah. Aber sie natürlich waren nicht die erste. Als er hat gelebt, verstehen Sie mich? Okay. Also, dieses Beispiel, die chronologische Verordnung von Tora und Propheten, Rashi bringt, als Idee, das haben wir geforscht und verstehen. Also kann man verstehen. Ja? Und genau wie verstehen wir diese chronologische Ordnung, genauso muss man auch streben zum einfachen Text verstehen. Okay. Und ich habe gesehen zum diesem Buch, Lieder, viele Midrashe Agada. Okay, jetzt muss man sagen, Midrash Agada, es ist eine sehr, sehr besondere Ecke im jüdischen theologischen Literatur. Das heißt, zum Beispiel, wie verhalten wir, was haben wir davon gedacht über die Geschichte mit König Salomo, der redet mit Satan, ja, und der andere Engel, ja. Es steht nicht im Königebuch, ja, es steht im Midrash, ja. Also Midrash, wie gesagt, das ist die dritte Stufe vom Torah, also ganz tief. Und Rambam, Maimonides, er postuliert ganz, ganz paradoxale Methodologie für das Halten. Was sollen wir halten davon vom Midrash? Und nämlich, wer glaubt hundertprozentig im Midrash, er ist dumm. Wer ablehnt 100% den Midrash, er ist Heretik. Großartig. Also, was mache ich, wenn so? Das heißt, was? Soll man 50% im Midrash glauben? 35, 37? Das ist die Frage. Also, Midrash ist eine sehr, sehr besondere Literatur, ja? Und ich mache mal einen Unterricht. Ich erkläre, dass Midrash ist mindestens 10, 12 unterschiedliche Klassen von unterschiedlichen Ideen. Okay? Also, grob zu sagen, Midrash, es ist eine Idee. Ja? Zum Beispiel, wenn es steht, der Midrash über den König Salomo, dass sein Thron war 65.300 Kilo Gold, müssen wir akzeptieren diese Zahl als die Zahl? Wer hat gelernt, diese Zahl? Er ist Heretik oder nicht? Oder wir sagen, das ist Blödsinn. Also, natürlich, über diese Midrash, das ist die Idee. Die König Salomo war vielleicht der reichste Mensch damals in der Welt. Ja? Hat er 65.000 Goldtonnen oder 63, es ist egal. Verstehen Sie? Also, das ist Verhalten von richtige Verhalten von Midrash. Und deswegen, Rivka als dreijährige Mädchen, die einverstanden ist zum Verheiraten, es ist seine Idee.
Verstehen Sie? Ja? Nach unserer Verhaltung vom Midrash. Okay? Jetzt Midrash, also Midrash, wir wissen nicht definitiv und sicherlich, ob die Jünger haben passieren oder nicht. Nur, wir haben gewisse Schlüsse, das habe ich schon entdeckt mal, die Hinweise, dass Midrash echt hat passiert. Die Namen von Weisen, die geografischen Namen, die Namen von Könige, ja? Römische Imperators und so weiter. Ja? Also alle präzise Details, ja, sie hinweisen uns, dass diese Geschichte doch hat passiert. Ja? Also, weil grundsätzlich wissen wir nicht, ob diese Midrash hat passiert im wirklichen Leben oder uns eine Formulierung von unserer Weisen, eine Idee. Prinzipiell muss ich sagen, die grundsätzliche unsere Wahrnehmung, dass unsere Weisen haben formulieren mit Rashim, die nicht unbedingt hatten passiert im wirklichen Leben. Okay? Zum Beispiel, kennen Sie den Midrash, dass die Mond und Sonne streiten? No? Das ist klassische Ding. Ob Mond und Sonne reden? Mhm. Nach unserem Wissen nicht. Aber was ist wichtig in diesem Midrash, das ist die Konsequenz. Können nicht zwei Könige unter gleichem Dach koexistieren. Also das ist eine Lehre, eine Idee. Verstehen wir uns, dass 99% nach unserem Wissen heute Mond und Sonne haben nicht gesprochen. Lassen wir 1%, wäre nicht was. Ja? Aber verstehen Sie, das ist die klassische Midrash, dass unsere Weisen haben formuliert. Okay? Also die Geschichte echt nicht passiert, aber die Lehre von dieser kein Mal passierende Geschichte im wirklichen Leben und sehr, sehr wichtig. Ja? Das ist klassische Midrash. Jetzt gibt es eine Midrash Agada, und das genau gehören die Geschichte mit König Salomo und mit Satan, die 100% haben nicht passiert. Also wir wissen, dass wenn es geht um diese Art Geschichten, das ist 100% Idee. Reine Idee. Mit keiner sogar Probe zu sagen, dass es etwa passiert in Realität. Der König Salomo hat geflohen, gefliehen, mit Satan, mit Engels, bla bla bla, ja. Im Königebuch steht, dass die König Salomo könnte die verschiedenen Sprachen, ja, die Tiere, tierische Sprache, die Sprache von die Bäume, das ist heilige Schrift, steht direkt. Also das ist eine Behauptung, das ist keine Idee. Diese Aussage steht als Fakt, okay? Mhm. Es ist schwer für uns zu leben mit diesem Fakt, wir können nie solche Sprachen. Ich heute nur verstehen, doch viele Tiere doch irgendwie kommunizieren dazwischen. Ja? Und viele, viele Wissenschaftler bekommen große Preise und Lohn, die entdecken diese Sprache, was ein Dolphin sagte zum anderen. Ja? Gut. Die Heilige Schrift sagt ja, und er, König Salomo, könnte diese Sprache. Okay, also das ist keine Idee, das ist nach jüdischer Theologie ein Fakt. Aber wenn es geht um Midrash, das ist eine Idee. Passierte er im wirklichen Leben oder nicht passierte, ist schon zweite Frage. Wenn es geht über die Midrash Agada, 100%, das ist nicht passiert. Und jetzt Rashi nutzt, ich habe gesehen, zu diesem Buch, Lidl, viele Midrash Agada, also viele Geschichten, Agada, in vielen Übersetzungen, auch ins Russisch, übersetzt man Agada als Märchen. Genau wie Brüder Grimm,
Märchen. Etwa so. Ja, zum Beispiel die Agada über die Golem in Prag. Mhm. Die Geschichte hat passiert, ja. Aber die viele spätere Autoren haben geklebt sozusagen zum Golem-Geschichte diese Definition Agada. Und dann ist es automatisch nicht Haggadah, wie im Pesach. Haggadah mit Hey, das ist eine Aussage, einen Text. Agada mit Alef, es klingt nah, aber schreibt man anders. Agada übersetzt man als Märchen. Okay? Die Märchen, die reine Ideen, keine Probe sogar, aus sagen und behaupten, ja, es ist etwa wahr, es ist etwa passiert. Also, Rashi sagt, gibt es viele Agadot, viele Märchen über die Lieder. Das heißt, diese Einrichtung annehmen die Lieder im metaphorische, übermetaphorische Deutung, das ist ganz stark. Und Rashi quasi kriegt, herausfordert mit diesem Trend, ja, mit dieser Einrichtung, ja. Er will doch zurück zum einfachen Sinn kommen. Ja? Deswegen diese große Vorwort. Jesch zu drim kol sefer ben drashachad, wesch mefer mekam mit drashachad mikroke vadam. Also gibt es unterschiedliche Agadot, Ideen, Geschichten. Und mit Drashim gibt es die Texte, die behaupten, die ganze Sinn von Liedern in einem Text, in einem Midrash. Es ist eine kommentatorische Linie. Gibt es andere kommentatorische Linie, die sagt, die echte Schlüssel für Lieder, es ist viele, viele unterschiedliche Midrashim. Nicht einen Text, viele andere Texte, das muss man verbinden. Ja, genau wie die Sache Kapitel, jede nach anderen. Also im Kurz ist es noch komplizierter. Also gibt es die Kommentare, die sagen, das ist kompliziert. Andere sagen, nein, wir sind nicht verstanden. Es ist noch mehr kompliziert. Also der Disput, wie kompliziert ist die Lieder. Ja? Nicht wie einfach. Und diese unterschiedliche Midrashim und Agadot und Kommentatoren, die streiten, es ist kompliziert. Nee, es ist noch komplizierter. Es kommt nicht in Ordnung im einfachen Sinn. Okay? Und ich habe mich gesagt, in meinem Herz, Rashi sagte, Litfos Mashmuta Mikra, Leshe Buram El Sibram. Muss man, ich, er meinte sich selbst, Rashi, muss man verfolgen die einfache Sinn des Textes, ja? Und erledigen die Kommentatoren, die anderen Kommentatoren, dass die, die sagen, es ist kompliziert, noch komplizierter, muss man eine Ordnung vorzuschlagen. Das wird Rashi machen später, ja. והמדרשות מרבותינו, עקבם מדרש ומדרש, איש איש במקומו. Und die alle מדרש-ארטה von unsere Weise. Also Rashi nicht sagt, alles ist Blödsinn. Ja? Sagt, die מדרשים, die Wurzel, ist von unsere Weise. Die sind wichtige Ideen. Ich werde die Ordnung machen. Jede מדרש und jeder Mensch auf seinem Platz. Also Rashi hat eine große Idee für sich selbst. Erstens, verstehen die einfache Sinn zum sechsjährigen Kind. Zweitens, doch die Ordnung mit vielen Agadot und mit Rash und Märchen doch etwa verordnen. Vomerani, שרואה שלמה ברוך הקודש, שאת הדין זה לגלות גולה אחר גולה. ונשזג, דס די סלומו, די קוניק סלומו,
hat gesehen im Heiligen Geist. Wir haben das geredet letztes Mal. Heiliger Geist. Es ist nicht eine christliche Definition, es ist eine jüdische Definition. Es ist eine Stufe von Prophezeiung. Ja? Ich habe erlebt. Ja? Hat gesehen im Heiliges Geist, Heiliger Spirit, dass in Zukunft Israel, Israeliten, werden gehen zum Exil nach Exil. Also, in all der Worte, die König Salomo wusste über die Zukunft. Ja? Das ist nicht selbstverständliche Dinge. Wieder, viele Leute verstehen, dass Prophet ist jemand, der weiß Zukunft. Das ist überhaupt nicht. Ich habe doch geredet, ja? Ich habe gesagt, die Prophet, seine Ausgabe, die Worte des Gottes mitbringt. Die Prophet viel, viel mal redet über die Vergangenheit. Über die Zukunft. Prophet, es ist kein Vorgesager von Wetter, Lottozahlen oder was sie wollen. Ja? Und die Weltpolitik. Wer gewinnt Krieg zwischen Russland und Ukraine? Doch, die geopolitische Dinge, doch. Die Prophet damals hatte vorgesagt. Aber diese genau geopolitische Dinge, das ist eine Ausnahme. Also die Prophet hat keine Prätensie, sagt er, vorzugesagen. Und deswegen, das ist ganz, ganz besonders, dass König Salomo wusste über die zukünftige Exile. König David, sein Vater, wusste. Abraham wusste über die Exile in Ägypten. Ja? Also die sind solche Geschichten sind riesigen Ausnahmen. Und sagen uns, dass die manche Leute, wir sind 99,99% kennen Zukunft nicht. Das ist die Idee. Okay? Die einzelnen ausgewählten Leute, Abraham, David, ja, Salomo, sie wussten auch nicht alles. Nur gewisse Themen. Ja. Also, der König Salomo wusste über zukünftige Exile von Israeliten, Exil nach Exil. Exil nach Exil, verstehen Sie, was ist die Meinung? Exil nach Exil. Auf einfache Sinne, das ist erste, zweite, dritte Exil. Das heißt, Zerstörung erster Tempel, Zerstörung zweiter Tempel, ja. Mhm. Also wir sind nach unserer jüdischen Chronologie, wir sind im dritten oder vierten Exil sozusagen. Ja? Der erste Exil ist Ägypten, die zweite Exil ist Babylonien, die dritte Exil ist griechische. Ja, Chanukka. Also trotzdem, die Juden haben gewonnen diesen Krieg, aber doch, wir verstehen das als ein Exil. Mhm. Okay? Und diese vierte sogenannte römische Exil, weil die römische Königtum hat das geschafft. Ja? Also, und deswegen die vier Tiere. Kennen Sie vier Tiere? Bei Adler, Löwe. Ja, ja, genau. Das ist die vier Exile. Mhm. Das ist die vier Exile, vierte Exil, das ist heutzutage. Nur jetzt, die Mehrheit von Juden, aber auch nicht die ganze, schon zurückleben im Heiligen Land. Ja? Also 51-53%. Noch fast halb, Minderheit, aber doch, ja, lebt im ganzen Welt. Ja, im USA, in Europa. Okay, also die König Salomo wusste Exil nach Exil und deswegen in jedes Exil, zum Beispiel unseren Exil, die vierte, die letzte, die römische Exil, gibt es Unterstufen. Sie schon verstehen die jüdische Mythologie. In jeder Stufe gibt es Unterstufen, in jeder Klasse gibt es Unterklassen. Ja? Also, was ist die Unterstufen bei uns? Also die Exil in Babylon und dann die Juden kommen, das war die Zentrum, ja, und dann Spanien und dann Frankreich und dann Ashkenaz, Deutschland
und dann Polen und dann Russland und dann und dann dann. Das meint Exil nach Exil. Das heißt, es meint, Rashi meint mehr die geografische Zentren, ja? Also Babylonien, Spanien, Deutschland, Polen, Russland, das heißt Exil nach Exil. Und jede Exil, jede Unterstufe, jede Unterklasse hat seine eigene Bosheit, Angeschafften und so weiter. Ja? Kurban nach Kurban, Zerstörung nach Zerstörung. Er meint natürlich auch Zerstörung des Tempels, erste eigene Tempel von Salomon, die zweite, aber auch Zerstörung des jüdischen Lebens. Ja? Das heißt zum Beispiel, die Zerstörung des Lebens in Nazi-Zeiten, ja? Das volle Zerstörung und so weiter. Und muss man weinen und klagen über diese Exil, jetzt Rashi redet im, nicht im Plural, im Einzelnen, das heißt allgemein Exil. Al-Kvadam Rishon, die originelle Ehre von Israeliten, von den Juden. Und muss man erinnern die erste Liebe und Sympathie von Gott zum Juden, als sie waren besondere Volk von ganzen Welt. Ja? Also das steht im Torah und Rashi zitiert Hosea, der Prophet, Bet sein, Kapitel 2, Satz 7. El Chava Shuva Lisherishon, Kitovli, Azmeat. Und ich, also diese Metapher von Lidl Liedern steht auch beim Prophet Hosea, eine von 12 kleinen Propheten. Nur muss man sagen, ehrlich, König Salomo chronologisch hatte früher gelebt. Es ist nicht, dass die König Salomo hat die Metapher von Prophet Hosea genommen. Umgekehrt. Der Prophet Hosea nutzt die König Salomo-Idee. Also, was ist die Idee? Das jüdische Volk ist eine Frau und die Gott ist ein Mann. Und sie haben eine Ehre beschlossen. Eine Familie. El Chava Shuva Elisha Rishon. Ich will gehen zurück zu meinem ersten Mann, sagt Prophet Hosea, Kitov leaz meata. Damals hat mich besser gegangen wie heute. Also die volle Metapher ist folgendes. Die Juden haben den Gott verlassen, den ersten Mann. Ja, quasi trennen sich ein Gerushin, eine Scheidung. Und dann nehmen andere Mann die Götzendienst. Ja? Mhm. Andere Götze. Ja? Und dann ist nicht geklappt, es geht schlimmer. Und dann die Frau sagt, okay, ich trenne mich auch von meinem zweiten Mann und will zurück zum ersten Mann kommen. Ob halachisch ist möglich das? Was sagen Sie? Ja, also ich denke, nach dem jüdischen Recht darf ein Mann, wenn seine Frau geheiratet hat, einen anderen nach der Scheidung, darf er sie nicht zurücknehmen. Das steht direkt im Torah. Genau. Mhm. Das steht direkt im Torah, ja, dass du kannst trennen sich. Es ist, ich habe gesagt schon, nehmen Sie das nicht böse. In der hebräischen Kultur gibt es ein Sprichwort, das ist keine katholische Heirat. Ja? Das heißt, es ist ein Sprichwort. Das meint, kann man auf einfache Sinn, kann man trennen, scheiden lassen. Metaphorisch ist es nicht zu mehr gewickelt. Und wenn geht das nicht, dann machen wir das anders. Ja? Das ist tiefste Sinn. Das keine katholische Heirat ist. Ja? Also kann man verändern, in anderen Worten. Ja? Aber im Torah steht direkt, du hast recht, trennen sich nicht wie im Katholizismus. Ja?
Du kannst. Aber vereinfachen wir die Geschichte. Die Leute haben sich getrennt, Mann und Frau, und nach ein, zwei Jahren willen zurückheiraten. Darf man? Wenn sie, glaube ich, wenn sie zwischendurch keinen anderen geheiratet hat, kann er sie zurücknehmen. Ja, genau. Ja, genau. Darf man? Darf man? Und sogar, okay, also es kann gehen, ja, es kann gehen, ja, aber wenn die Frau war mit anderem Mann Dann darf man nicht. offiziell geheiratet, dann ist es Schluss, kann man nicht mit erstem Mann verheiraten. Also es ist viel, viel Problematik mit der Geschichte selbst, ja, und noch mehr mit dieser Metapher. Also nach diesem Satz im Hosea, der Prophet, es ist quasi Trennung, aber es ist passen Sie auf, es ist eine seitliche Trennung. Es ist nur die Frau sagt. Der Mann, der Gott, hatte sagt das nicht. Er hielt sich als er doch der Mann von dieser Frau. Und deswegen die Rückkehr möglich ist. Also es ist nicht offizielle Trennung und Scheidung. Die Frau hat weiß nicht was, verrückt und geht mit anderen Männern. Aber offiziell gibt es einen anderen Mann. Erste. Kann passieren auch im wirklichen Leben. Ja. Und dann in diesem Sinn, ja, die Rückkehr ist möglich. Rückkehr ist möglich. Also die Rasche wieder, er geht diese Metapher nicht vom Midrash, nicht vom Agada, nicht vom Märchen. Er geht zur Metapher von der Prophet. Also sozusagen bestätigte Metapher. Eine offizielle Metapher. Okay. Und die Metapher ist, dass die Ischia Rishon, mein erster Mann, der ist dem Gott. Und die Frau, die ist die jüdisches Volk, die Juden, Israeliten. Okay. Viskirut chasadav vet maalam asher maalu bo. Und die Juden werden erinnern die Gutes, Wohltätigkeit, Chesed von dem Gott. Und was haben sie, die Juden, Verbrechen getan gegen den Gott? Ja? Das heißt, von diesem Satz klare Hinweis Götzendienst. Ja? Also es ist ein Verbrechen. Tovot asher amar lem. Und muss man auch erinnern, die gute Dinge, die Gott hat gesagt, er wird zum Juden gegeben am Ende des Tages, ja? Ende der Geschichte. Also, das ist nach Rashi eine Geschichtslinie im Lied der Lieder. Ja? Was wurde getan? Etwa nicht gut. Eine Verbrechen, eine Halbtrennung oder eine seitliche Trennung. Und doch, es werden die guten Dinge für Juden am Ende der Geschichte. Vayesad ha-Sefer hazeh Baruch HaKodesh. Und der Salomo, König Salomo, hat gegründet dieses Buch, Lied der Lieder, Baruch HaKodesh, beim Heiligen Spirit, beim Heiligen Geist. Ja? Das heißt nämlich, es ist eine Prophezeiung. Ja? Ich habe gesagt, Maimonides, ja, 13 prophezeiische Stufen. Also, die Text will uns etwa aussagen, bezüglich Zukunft. Ja? Es ist nicht nur interessant, dass Salomo wusste Zukunft. Es ist interessant. Aber und weiter. Die Weite, er hat etwas wichtig uns mitzuteilen, König Salomo, über die Zukunft. Und deswegen, dieses Buch steht als prophezeiisches Buch im Heiligen Schrift. Erinnern Sie mal die Geschichte mit der Vision, die Auswahl?
und die Schilder Schwestern Benzira, das meinte er, Rashi. Lidl Lidl ist keine private Weistung von König Salomo. ובלשון אישה צרורה אלמנות חיות משתקקת אל בעליה. Und in er hat geschafft geschrieben diesem Buch in beim Sprache beim weibliche Sprache quasi eine Frau erzählt eine sozusagen zrura geschlagene Frau geschlagene beim Leben, ja. Ich will zurück zu meinem ersten Mann kehren, ja. Das Leben wurde geschlagen, die Frau. Ja, also die Frau Almanot Chayot, sie sind lebendige Witwe. Kennen Sie diese Formulierung? Lebendige Witwe? Ja. Es ist im Hebräisch. Lebendige Witwe ist meint Folgendes. Die Frau hat einen Mann, physisch, aber er ist nicht da. Er ist in Amerika, irgendwie, nicht bei der Frau. Also sie ist theoretisch verheiratet, aber tatsächlich sie ist eine Witwe. Verstehen Sie? Wir sagen dazu Strohwitwe. Ja, genau. Das gibt es eine solche, seine Klausur, wenn der Mann will keine Scheidung gegeben oder umgekehrt. Ja? Aber die Idee ist folgendes. Theoretisch hat man die Mann, die Frau, aber es ist nur theoretisch, tatsächlich nichts. So, der Mensch ist tatsächlich eine Witwe, ja, also es ist ein Widerspruch, ein Paradox, ja. Du hast und hast nicht gleichzeitig einen Mann oder eine Frau. Also, und das ist genau die Israeliten, Almanot Chayot, also sie leben, aber als Witwen. Ja, das heißt, die Gott, der erste Mann, er ist nur theoretisch. Wieso? Exil. Ja? Die alle Böse vom Exil. Ja, wir haben unseren Gott, unser erster Mann, aber wir haben so schwieriges Leben, die Juden, Israeliten, in diesem letzten Exil. Also wir sind, wie uns, die Juden, wie eine Witwe mit einem theoretischen Mann. Mishtakeket al Bala, die Frau strebt zu seinem Herr, erschien, ja, zurück von einer potenziellen Frau zum tatsächlichen verheiratete Frau geworden, mit Pareket al-Dada. Sie will seinem Onkel, dem Mann, umarmen. Maskeret avat nuravlav. Sie erinnert die junges Liebe zu ihm, zum dem Mann, zum dem Gott. Umadal psheya. Und akzeptiert seine Verbrechen. Die Frau gegen den ersten Mann. Okay? Afdoda zarlo bezarata. Und auch dem Onkel, dem Gott. Er hat auch Mitgefühl über die böse Situation, die Frau befindet sich. Maskir Hasdenurea und der Mann, der Onkel, nach Lidl Lidl, ja, das ist die Definition, der Onkel. Er erinnert die guten Taten von ihrer Jungheitsjahre, die Frau, ja. Venoje Fea und ihre, die Frau, Schönheit. Kisharon Paulea und ihre Talent, was hat sie getan, die Frau. Bei ihm nicht schare mal bei Vasa. Und bei all diesen, die Onkel, der Gott, hat verbunden sich mit einer stärkesten Liebe. Dann, damals, Leodia, Kilomile Boina, und zum Kündigen, die Onkel kündigt zum die Frau, Kilomile Bana, er hat nicht zufällig von seinem Herz etwa sagte, okay, geh zum Exil.
getrennt. Ja? Also es ist nicht zufällig, die Situation. Das ist tatsächlich, Rashi bringt eine Zitat, hebräische Zitat vom Jeremia, der Prophet, von Echa, von der Klage des Jeremia, Kilome Libana. Die Gott hat nicht zufällig das getan, diese Exil. Ja? Jeremia fragt, warum es ist passiert, die erste Tempelzerstörung. Ja? Es waren viele Versionen. Ja, die Gott hat zum Rente in Pense. Er hat nicht mehr mit unserer Welt mitgetan. Kennen Sie diese Idee? Ja? Ich habe gesagt, das ist eine klassische Idee von Voltaire und Diderot, ja, die große französische Philosophiker. Ja? Die sagten, die Gott hat die Welt geschafft und dann hat zum Rente gegangen. Also Kilomili Borina, das ist Inui, es ist eine Tortur, ja? Es ist eine Schmerz zu tun. Also die Gott hat uns, für die Frau, die Schmerz getan, nicht zufällig. Er ist nicht in die Rente, es ist alles absichtlich. Alles mit einem Ziel. Velo Shiluchia Shiluchim. Und nicht, dass hat die Gott sie, die Frau, geschickt. Es ist eine Trennung. Also diese Exil, es ist keine Trennung. Keine Scheidung. Kiod hi ishto vehu isha. Doch sie ist die Frau, seine Frau, und er ist ihr Mann, und er, der Gott, in Zukunft wird zurückkommt zu seiner Frau. Okay? Also das haben wir die, bis Mitte die Vorwort von Rashi durchgekommen. Es gibt noch eine große Absatz, das muss ich lernen, und nur dann lesen wir die, wie das, es wird voll, ja, es ist nicht ein, zwei, nur Berichten. Die Texte ist schwierig, Text ist metaphorisch, kabbalistisch, und Rashi macht unsere Arbeit noch schwer, er probiert das auf einfache Sinn verstehen, ja, er einfach vereinfacht ja, diese Midrash und diese Metaphore und erklärt, was ist die Onkel, was ist die Frau. Mhm. Habe ich das dann richtig verstanden, dass also Rashi das so erklärt, dass das Shir HaShirim praktisch die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel speziell aus der Perspektive des Exils betrachtet? Ja, das heißt, ich habe richtig verstanden, das heißt, dass diese problematisches Leben Mann und Frau, diese Liebe, unbeantwortete Liebe, ja, jeder zum anderen. Jeder liebt den anderen und zum zweiten Seite, es passt nicht. Ja, es ist immer passiert. Oder Mann oder Frau. Sie können nicht vereinigen sich gleichzeitig, ja. Also, dass diese Vorbild, wir verstehen gut die Beziehung zwischen Mann und Frau, ja, und das heißt, sie sind allein, Mann und Frau, ja, das ist Exil. Das ist Exil. Also die Exil, das ist die größere Probleme. Ja, sie lieben jeden anderen, aber doch, es geht nicht, sie sind nicht zusammen. Ja, es ist okay. Gut, dann stoppen wir jetzt. Nächste Woche, was ist nächste Woche? Nächste Woche, ich habe viel, bewege mich, ich muss fliegen nach Ausland. Ich denke, nächste Woche, ich habe eine rabbinische Konferenz in München, also ich muss schauen, ja. Schon 2 Jahre wegen Corona wurde geschoppt, mal nach mal, jetzt ist es endlich passiert, also ich muss dort sein. Ich weiß nicht, ob spezifisch nächste Woche, nächsten Dienstag, aber über nächste Woche. Ja, also wenn ich melde mich nicht, sagen sie, das ist nichts. Okay. Es bringt viel Zeit, also wir sind sehr, sehr müde. Es ist kein großer Spaß, es ist viel Arbeit. Die Leute arbeiten bis 12 Uhr mit nach Berg. Ja, also ja, ich denke, nächste Woche, es geht nicht bei mir, aber nächste Woche, ja. Also ich hoffe, Sie haben mich verstanden, weil wieder es ist so einfach, diese Dinge. Ja.
Gut, dann mit dem Zeit, ich schicke den Link für diesen Unterricht und dann kann die Annegret auch schauen. Ja, ja. Das ist, also danke schon für heute und wünsche euch alles Gute. Ihnen auch, danke. Danke. Seien Sie gesund, bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.